Dann kommen zu Tagesordnungspunkt 85, der Antrag der Aktuellen Stunde der Fraktion Die Linke, haarsträubende Prioritätensetzung der Landesregierung, keine Kapazitäten für Einbürgerung, aber für Abschiebung, Ausbau der Abschiebehaft und Haftschiebeanstalt stoppen, Drucksache 204959. Und als erstes hat sich die Abgeordnete Sönmez von der Fraktion Die Linke zu Wort gemeldet. Bitte schön. Danke sehr, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit nunmehr fast einem Jahr befinden wir uns im Ausnahmezustand. Die Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben ist natürlich auch für die Angestellten in der Verwaltung sehr kräftezehrend. Sie mussten neue Aufgaben übernehmen und arbeiten seit fast einem Jahr an ihrem Limit. Und dafür gebührt Ihnen allen natürlich unser Dank, meine Damen und Herren. Dennoch kann man für einige Maßnahmen eben überhaupt kein Verständnis aufbringen. Ich meine, es darf und kann nicht sein, dass die Einbürgerung faktisch unmöglich geworden ist, meine Damen und Herren. Laut Presseberichten hat das Regierungspräsidium Darmstadt die untergeordneten Behörden darauf hingewiesen, dass Neuanträge von Einbürgerungsbewerbern zurzeit wegen Sonderaufgaben nicht bearbeitet werden können. Und zwar schätzungsweise bis Juni 2021. Und auf der Webseite der Stadt Darmstadt hieß es gar, die Wartezeit auf einen Termin bei der Staatsangehörigkeitsstelle, also zur Beratung und zur Antragsabgabe, betrage 12 Monate. 12 Monate, meine Damen und Herren. Ich meine, das ist ein absolut unhaltbarer Zustand, dem muss entgegengewirkt werden, meine Damen und Herren. Das kann so nicht bleiben. Und um hier auch noch einmal den Vorwurf der Respektlosigkeit gegenüber den Angestellten vorwegzugreifen, das ist natürlich kein Angriff gegenüber den Angestellten in den Verwaltungen, sondern es ist eben eine Frage, wie man die Menschen in den Verwaltungen einsetzt und wo man die Prioritäten eben setzt, meine Damen und Herren. Das will ich hier auch nur noch einmal erwähnt haben. Ich meine, fast jeder sechste Hesse hat keinen deutschen Pass. Diejenigen, die nicht EU-Bürger sind, dürfen auch bei den nächsten anstehenden Kommunalwahlen wieder nicht wählen. Und Einbürgerungen werden parallel dazu können, bitte? Oder nicht kandidieren, genau, dürfen sich nicht zur Wahl stellen und können auch nicht wählen. Und Einbürgerungen werden parallel dazu geradezu verhindert, muss man da sagen. Ich meine, das ist ein Demokratieproblem, meine Damen und Herren, und ein integrationspolitisch derber Schlag gegen diejenigen Menschen in die Gesichter, diejenigen Menschen, die weiterhin von politischer Teilhabe und Mitbestimmung ausgeschlossen werden. Und wie gesagt, da darf man das jetzt natürlich nicht, diese Missstände darf man jetzt natürlich nicht auf Corona schieben. Es ist eben eine Frage der Prioritätensetzung, was man aussetzt und was man eben weiter ermöglicht. Die gleiche Abteilung, nämlich die im Regierungspräsidium Darmstadt für Einbürgerung zuständig ist, ist auch für Rückführung, also für Abschiebung zuständig. Und während die Bekämpfung der Pandemie wichtiger ist als die Einbürgerung, sind Abschiebungen offenbar wichtiger als die Pandemiebekämpfung, meine Damen und Herren. Und diese Prioritätensetzung der Landesregierung lässt tief blicken in ihre Migrationspolitik. Regelmäßig wird in Länder abgeschoben, in denen die Menschen großen Gefahren ausgesetzt sind durch Bürgerkriege, durch Terrorismus sowie nun auch die katastrophalen Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung in diesen Ländern. Vernünftigerweise war im ersten Lockdown waren die Abschiebungen ausgesetzt und der Abschiebeknast war somit leer. Doch von dieser Vernunft ist nichts mehr zu spüren, meine Damen und Herren. Es heißt wieder abschieben um jeden Preis. Hessen will sogar noch mehr abschieben und vervierfacht hierfür die Kapazitäten des Abschiebeknasts mit Investitionen in Millionenhöhe, die anderweitig viel, viel vernünftiger eingesetzt werden, meine Damen und Herren. Herr Innenminister Beuth erklärte dazu Anfang der Woche, es geht darum, eine gesetzliche Verpflichtung zur Ausreise und geltendes Recht umzusetzen.
Es ist aber mitnichten so. Sie können gerne weiter zuhören, bevor Sie klatschen. Aber im Anschluss an diese Ausführung können Sie gerne klatschen. Es ist halt nicht mitnichten so, dass alle Inhaftierungen im Abschiebeknast rechtmäßig sind oder waren. Ich meine, seit Ihrer Beantwortung unserer Anfrage zum Abschiebeknast wissen wir doch spätestens, jede 13. Person war zu Unrecht inhaftiert, meine Damen und Herren. Und das waren wohlbemerkt nur die, die klagen konnten. Die Dunkelziffer dürfte mit Sicherheit weit höher liegen, weil es hat eben nicht jeder die Möglichkeit zu klagen, meine Damen und Herren. Ob, Frau Abgeordnete Sonnenmeß, Ihre Ausführung muss jetzt zu Ende kommen. Und ob die Entscheidungspraxis des BAMF so viel mit geltendem Recht zu tun hat, kann man in dieser Beziehung eben auch gut bezweifeln, meine Damen und Herren. Und noch eine grundsätzliche Anmerkung, letzter Satz, Frau Präsidentin. Es gibt ein Recht auf Asyl, ja, das stimmt. Doch in den letzten Jahren gab es so viele Gesetzesänderungen und speziell vorangetrieben von der CDU, dass das Recht fast nur noch auf dem Papier existiert, meine Damen und Herren. Und viele kommen erst gar nicht zu ihrem Recht, weil sie an der Festung Europa scheitern oder im Mittelmeer ertrinken. Das ist geltendes Recht. Und es ist Unrecht, meine Damen und Herren. Und der Abschiebeknast ist Teil dieses Unrechts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Sonnenmeß. Als nächstes hat sich der Abg. Hering für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, die Abschiebehaft. Hintergründe, Voraussetzungen und Vollzug waren uns hier schon viele Redebeiträge wert. Auch das Bekenntnis, dass sie Ultima Ratio ist, wenn kein Bleiberecht gewährt werden kann und der Ausreisepflicht nicht nachgekommen wird. Und wenn die Kapazitäten, Frau Sönmez, ja, in der Einrichtung in Darmstadt-Eberstadt erweitert werden müssen, gibt es für mich drei Erklärungen. Noch immer wollen viele Menschen über Asylanträge in Deutschland eine Bleibe finden, ohne die entsprechende Schutzbedürftigkeit. Diese Feststellung übrigens erfolgt nicht willkürlich, sondern nach klaren Regeln, nach einem aufwendigen rechtsstaatlichen Verfahren. Es ist kein Unrechtsstaat. Ich bitte Sie auch, das zurückzunehmen, wenn mir das zusteht. Das ist hier kein Unrechtsstaat. Und wissen Sie, immer wenn Sie etwas anderes sehen, hauen Sie mit der moralischen Keule um. Ich muss Ihnen einmal etwas ganz deutlich sagen. Das macht es so schwer, weil in Ihrer Partei herrscht eine so große Intoleranz. Wer nämlich nicht für Sie ist, den sehen Sie nicht als Andersdenken, den sehen Sie als schlechten Menschen. In Ihrer Partei. Und wer für Begrenzung von... Und wer für Begrenzung von Zuwanderung ist, ist in Ihren Reihen ein Rassist. Es muss endlich Schluss damit sein, Debatten zu moralisieren und Leute niederzumachen. Dieser Appell von mir übrigens, den sage ich hier ganz deutlich, aber das ist ein Zitat von Sarah Wagenknecht, die ihre eigene Umgehensweise mit politischen Kräften kritisiert. Ich fahre jetzt fort. Viele von diesen Menschen ohne Bleiberecht, das müssen wir einfach annehmen. Soweit müssen wir über den Tellerrand schauen. Viele von diesen Menschen verhalten sich unkooperativ, kommen ihren gesetzlichen Pflichten nicht nach und nutzen nicht die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise samt der staatlichen Hilfen und lassen es auf die letzte Konsequenz ankommen. Ich habe Ihnen auch gesagt, es gibt viele Gründe, die sogar auch aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar sind. Aber wenn es gerichtlich festgestellt wird, ich habe so viel Vertrauen in meinen Rechtsstaat, dass wenn der das feststellt, dass hier das möglich ist und die Gefahr nicht so besteht und deswegen die Ausreisepflicht besteht, dann trage ich das mit. So viel Vertrauen habe ich in meinen Staat. Bitte weiten. Es kommt,
Bitte weiten Sie Ihren Blick über die Ideologie hinaus und erkennen Sie auch einmal Lebenswirklichkeiten. Lebenswirklichkeiten, welche Bedeutung konsequentes Staatshandeln hat, gerade um einer Destabilisierung auch in dieser Gesellschaft entgegenzuwirken. Und es geht um die Schutzbedürftigen selbst. Sie brauchen unsere Ressourcen, unsere Unterstützung für Integration und Versorgung. Wir sehen doch jetzt gerade aktuell, wie in einer großen Anfrage der AfD Ressourcen und finanzielle Belastungen thematisiert werden. Übrigens in einer Art, die den Anschein erweckt, geflüchtete Menschen gegen blanke Zahlenwerke ausspielen zu wollen. Egal, wie man darüber denkt, man muss nun einmal erkennen, dass es Strömungen gibt, die nur darauf warten, den konsequenten Handlungswillen des Staates infrage zu stellen, um damit Stimmung zu machen und auch Stimmen. Übrigens hat der beispielhafte Handlungswillen unseres Staates und seiner Bürgerinnen und Bürger dazu geführt, viele schutzbedürftige Menschen aufzunehmen, zu integrieren und zu versorgen, unabhängig einer Einbürgerung. Übrigens, ja, Sie hatten es angesprochen, aktuell hakt es da. Eiligste Fälle können vordringlich behandelt werden, aber in der Vergangenheit ist die Einbürgerungszahl sonst kontinuierlich gestiegen. Viele werden sogar zur Einbürgerung ermutigt. Dennoch habe ich nicht ganz verstanden, wie man Abschiebung und Einbürgerung ins Abhängigkeitsverhältnis setzt, weil es daneben noch ganz viele Möglichkeiten des Aufenthalts in Deutschland gibt. Übrigens gibt es da auch eine interessante Studie aus Rheinland-Pfalz, die zeigt, dass viele Menschen nicht unbedingt aus Überzeugung die deutsche Staatsbürgerschaft wollen, auch nicht unbedingt des Wahlrechts willen, sondern es geht um Vorteile, vornehmlich sogar um die Reisefreiheit in viele Länder. Und 40% zum Schluss. Ja. Und 40% gaben an, nicht eingebürgert werden zu wollen, da sie ohnehin bleiben dürfen. Also ein pragmatisches Denken, gegen das nichts einzuwenden ist, aber wobei es ganz wichtig ist, dass diese Menschen sich mit unserem Staat identifizieren, gegen Vorurteile und gegen Berührungsängste. Denn ich sehe die Gefahr. Wirklich letzter Satz. Ja, gut. Denn ich sehe die Gefahr, dass diese Berührungsängste, diese Vorurteile von gewissen Strömungen noch weiter geschürt werden und instrumentalisiert werden könnten. Danke schön. Danke sehr. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Hofmann gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte jetzt in meiner Rede die Sachverhaltsstränge mal ein bisschen auseinandernehmen und auf das Thema hier in der Aktuellen Stunde der Linken eingehen, was da intendiert ist, und auch ausdrücklich zur Versachlichung der Debatte beitragen für die SPD-Landtagsfraktion. Ich will noch mal ganz deutlich unterstreichen, dass die Abschiebehaft keine Strafhaft ist, sondern eine Verwaltungshaft, die der Sicherstellung der Rückführung dient. Sie ist, und da kann ich mich an die Worte von dem Herrn Nehring anschließen, Ultima Ratio, die letzte, sozusagen die letzte Möglichkeit der Durchsetzung des Rechtes, wenn es keine anderen Alternativen gibt, um Menschen, die nach einem rechtskräftig abgelehnten Asylantrag, nach der Ablehnung der Verlängerung des Aufenthalts oder nach Ausweisung, wenn diese eben vollziehbar ausreisepflichtig sind, dem nicht nachkommen und deshalb leider abgeschoben werden müssen. Sie dient der Durchsetzung des Rechtes, unserem Rechtsstaat, der auch darauf angewiesen ist, dass als einzig möglich letztes Mittel dann auch eben Recht durchgesetzt wird, dass er sich nicht ad absurdum führt, wenn er das nicht tun würde. Und ich will deutlich unterstreichen, dass es die letzte Möglichkeit eine Ultima Ratio-Maßnahme ist, und so müssen wir sie auch begreifen und verstehen. Weil es eben eine solche Ultima Ratio-Maßnahme ist und auch für die Menschen sehr, sehr schwerwiegend ist, übrigens auch für das Personal,
das eine höchst anspruchsvolle Aufgabe in dieser Einrichtung hat, die auch sehr psychisch belastend ist, ist es für uns als Sozialdemokratie besonders wichtig, dass an die Unterbringungsstandards in der Abschiebehaft besondere rechtsstaatliche und humanitäre Maßstäbe geknüpft werden. Das ist für uns ganz, ganz zentral. Und da will ich daran erinnern, dass hier die schwarz-grüne Landesregierung da jetzt auch nicht gerade so rühmlich war bei der Umsetzung dieser Abschiebehaft. Denn bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 2014 hat Hessen europarechtswidrig die Abschiebung in Strafvollzugsanstalten vollzogen und ist erst 2,5 Jahre später auf diesem rechtswidrigen Weg umgedreht, meine Damen und Herren. Zudem will ich auch noch einmal ausdrücklich unterstreichen, für uns sind humanitäre Gesichtspunkte und Standards in den Einrichtungen, in der Einrichtung von zentraler Bedeutung. Das bedingt auch, dass die Persönlichkeitsrechte und Würde des Einzelnen gewahrt werden und besonders Schutzdürftige wie Schwangere und Mütter im Mutterschutz und Minderjährige nicht in Abschiebehaft genommen werden, meine Damen und Herren. Sie muss für uns wegen des fehlenden Strafzwecks als normales Leben minus Freiheit vollzogen werden. Und diesen Worten entnehmen Sie schon, welche Kraftanstrengung, welche Mühe wirklich erforderlich ist, dass diese hohen Standards, die wir einfordern, vollzogen werden, meine Damen und Herren. Und ich möchte auf den zweiten Punkt dieser Aktuellen Stunde eingehen und bedauere, dass Sie hier Themen miteinander vermengen, nämlich die Einbürgerung. Wir als SPD begrüßen ausdrücklich diejenigen, die hier sich einbürgern wollen, die auch die Voraussetzungen dafür erfüllen. Und wir begrüßen ausdrücklich die Zahl der Einbürgerungen der Anträge, die erneut gestiegen sind im letzten Jahr, 1.500 mehr als im Vorjahr. Und erfreulich ist auch, dass 1.000 Urkunden mehr ausgestellt werden konnten. Aber, und das ist ja von der Frau Kollegin Sönmez auch schon angesprochen worden, was nicht nur unerfreulich, sondern ärgerlich ist und vor allen Dingen auch abgestellt werden muss, ist, dass diese Anträge, und ich bin auch schon von Bürgern angesprochen worden, dass diese Einbürgerungsanträge zurzeit wegen vermeintlich fehlender Kapazitäten beim Regierungspräsidium, in Anführungsstrichen wegen Corona, nicht bearbeitet werden bzw. nicht zügig bearbeitet werden. Und da sage ich Ihnen, Herr Innenminister, das müssen Sie zügigst abstellen. Sie müssen die personellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Einbürgerungsanträge zügig abgearbeitet werden, meine Damen und Herren. Frau Hofmann, kommen Sie bitte zum Schluss. Das ist Ihr Job, und dazu fordern wir Sie auf, denn wir wollen jeden, der auch wirklich dann die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, die Möglichkeit zügig ermöglichen, dass er hier eingebürgert werden kann. Das ist Ihr Job. Machen Sie den. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Hofmann. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Herrmann gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Eine Verknüpfung von Einbürgerung und Abschiebung, wie es DIE LINKE im Titel zu ihrer Aktuellen Stunde tun, ist unpassend, da es sich hier um vollkommen verschiedene Themenbereiche mit entsprechend verschiedenen gesetzlichen Grundlagen handelt. Wir haben gesetzliche Vorschriften für die Einbürgerung, ebenso Regelungen, wie mit politisch Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und Migranten zu verfahren ist, nachlesbar im Artikel 16a Grundgesetz und in der Genfer Flüchtlingskonvention. Entsprechend lässt sich auch definieren, wann jemand das Land verlassen muss bzw. abgeschoben werden kann. Es sollte daher klar sein, wessen Asylantrag abgelehnt wurde und kein Bleiberecht mehr besteht, muss unser Land verlassen bzw. unverzüglich abgeschoben werden. Das muss erst recht für Personen gelten, die in unserem Land Straftaten begangen haben. Die Frage der Einbürgerung darf sich für diesen Personenkreis nicht stellen.
Betrachten wir dazu die Fakten, werden wir feststellen, dass von Jahr zu Jahr die Zahl der Ausreisepflichtigen zunahm. Belief sich die Zahl der abgelehnten Schutzsuchenden in Hessen 2018 noch auf 9.140 Personen, sind mit Stand 2020 nun 15.490 Personen in Hessen ausreisepflichtig. Dieser Anstieg kann nicht verwundern, denn 2018 sind von geplanten 2.296 Abschiebungen 1.275 gescheitert. 2019 analog das Gleiche. Von 3.656 geplanten Abschiebungen sind 1.975 gescheitert. Und bis Oktober 2020 sind von 1.216 geplanten Abschiebungen ebenfalls 564 gescheitert. Gründe dafür waren vor allem, dass die Personen nicht angetroffen wurden, Widerstand leisteten oder untergetaucht waren. Mehrere kleine Anfragen an die Landesregierung haben auch gezeigt, dass Asylbewerber auffallend oft straffällig wurden. Und das verdeutlicht, dass wir mehr Abschiebehaftplätze benötigen. Das belegt auch die Pressemeldung des Innenministers, laut der bisher nur 501 Personen aus der Abschiebehaftanstalt zurückgeführt wurden. Viel zu wenige angesichts der 15.490 Ausreisepflichtigen und der Vielzahl der gescheiterten Abschiebeversuche. Das sind auch die jetzt neu geschaffenen 60 Haftplätze nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Umso unverständlicher ist es, dass unsere Forderung, weitere 120 Abschiebehaftplätze zu schaffen, einhellig abgelehnt wird. Dass die Linke Ausreisepflichtige nicht nur nicht abschieben möchte, sondern sogar einbürgern will, spricht für sich und ihr mangelndes Rechtsverständnis. Es zeigt aber auch, dass sie unser Land und unsere Gesellschaft in schädlicher Weise umgestalten will. Dazu argumentiert sie gerne mit Begriffen wie menschenunwürdig, rassistisch, unverantwortlich und Ähnlichem. Tatsächlich ist aber die Einhaltung von Recht und Gesetz und die Vertretung deutscher Interessen weder menschenunwürdig noch rassistisch oder unverantwortlich, sondern Pflicht eines jeden deutschen Politikers. Und ich darf hier an den Amtseid in Artikel 56 des Grundgesetzes erinnern, der unter anderem fordert, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden werde. Dass die Linke damit ein Problem haben, ist klar. Unverantwortlich ist es aber, wenn der Staat nicht in der Lage ist, geltendes Recht durchzusetzen, dadurch deutsche Staatsbürger in ihrer Sicherheit beeinträchtigt und zudem den deutschen Steuerzahler für die vielfältigen Alimentierungen dieser Klientel zur Kasse bittet. Zur Kenntnis: Jeder Asylbewerber und damit auch Personen, die Deutschland verlassen müssen, aber noch nicht abgeschoben wurden, kosten den Steuerzahler Geld. Allein in den Jahren 2015 bis 2018 verzeichnete der hessische Landeshaushalt nur für die Erstaufnahmeeinrichtung Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz und als Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer Ausgaben in Höhe von rund 4,4 Milliarden Euro. Für das Jahr 2019 betrug diese hessischen Zahlungen rund 386 Millionen Euro. Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig es ist, dass ausreisepflichtige Personen auch ausreisen und abschiebeunwillige Personen mittels Abschiebehaft zeitnah abgeschoben werden. Wir brauchen mehr Abschiebehaftplätze und kein Mehr an Einbürgerung. Wir brauchen keine Einwanderung in das deutsche Sozialsystem und erst recht nicht in die polizeiliche Kriminalstatistik. Was wir allerdings brauchen, ist ein kluges Einwanderungsgesetz, das Einwanderung nach Bedarf und aufgrund qualitativer Kriterien regelt. Dazu gehören Integrationsfähigkeit, berufliche Qualifikation, Sprachkenntnisse und natürlich ein vorhandenes Arbeitsplatzangebot. Letzter Satz. Die Einbürgerung mit dem Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft kann dann der krönende Abschluss einer erfolgreichen Einwanderung und Integration sein, aber nicht umgekehrt. Danke. Danke, Herr Herrmann. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Goldbach gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Gewahrsamseinrichtung in Darmstadt ist also heute Thema einer Aktuellen Stunde der Fraktion DIE LINKE.
Die Kollegin Sönmez lässt in der Zeitung dazu sich selbst wie folgt zitieren: Menschen einzusperren, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, um sie mit Zwang in ein Land zu bringen, in dem sie nicht sein wollen und nicht sein können, ist menschenunwürdig. Der Satz ist interessant. Es geht der Kollegin nämlich gar nicht um diese Einrichtung. Es geht ihr ausschließlich darum, aus Anlass der Fertigstellung der Einrichtung das zu sagen, was sie immer sagt. Sie behauptet nämlich, dass Abschiebungen an und für sich gegen die Menschenwürde verstoßen würden. Ich finde, man sollte nicht den Fehler begehen, bei allem, was man politisch nicht gut findet, immer gleich die Menschenwürde zu bemühen. Das ist schon deshalb ein Fehler, weil es den Schluss nahelegt, dass man keine richtigen Argumente hat. Und man sollte im Übrigen auch darauf achten, dass die Menschenwürde nicht zur kleinen Münze verkommt. Verehrte liebe Kollegin Sönmez, ich sage Ihnen jetzt mal was. Niemand, der ein Herz hat, wünscht sich und seiner Familie das zu erleben, was eine Familie erlebt, in deren Wohnung sich in den frühen Morgenstunden ein Dutzend Polizisten Eintritt verschaffen, die in sehr bestimmtem Ton aufgefordert werden, sofort ihre 7 Sachen zu packen, und die von der Staatsgewalt kurzerhand in ein Flugzeug gesetzt wird und sich dann in dem Land wiederfindet, das sie unbedingt hatte verlassen wollen. Niemand, der ein Herz hat, wünscht sich das. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist nichts, was unserer Rechtsordnung widersprechen würde. Und mit Menschenwürde, ich sagte das schon, hat das auch überhaupt nichts zu tun. Man muss genauer hinschauen. Abschiebungen werden, und das ist wichtig, nur dann durchgeführt, wenn die Betroffenen ihrer gesetzlichen Ausreisepflicht nicht nachgekommen sind. Ob eine Ausreisepflicht besteht, wird in einem Verwaltungsverfahren von den Behörden und anschließend in einem gerichtlichen Verfahren von den Verwaltungsgerichten überprüft. Und das ist so in einem Rechtsstaat. So funktioniert die Gewaltenteilung. Ich halte das schon für richtig, Sie vielleicht nicht. Denn Sie können sich natürlich jetzt auf den Standpunkt stellen und sagen, die Behörden haben nicht recht, die Gerichte haben nicht recht. Aber mal ehrlich, wohin führt das am Ende? Wollen wir als Parlamentarier uns hier künftig hinstellen und auch die Entscheidungen des Staatsgerichtshofs einfach ignorieren, die uns nicht passen? Ich glaube, das wäre nicht gut. Oder wollen Sie mir da widersprechen? Also, wer seiner gesetzlichen Ausreisepflicht nicht nachkommt, nimmt bewusst in Kauf, dass er abgeschoben wird und muss auch damit rechnen, dass er in Gewahrsam genommen wird. Das ist übrigens überall so, nicht nur in Hessen. Nehmen wir mal als Bundesland Thüringen. Da habe ich sogar ein paar amtliche Zahlen zur Abschiebehaft. Die Anzahl der in Abschiebehaft genommenen Ausländer ist dort von 2015 bis 2018 um weit mehr als das Doppelte gestiegen. Dort waren Menschen bis zu 90 Tage in Abschiebehaft. Der Thüringische Flüchtlingsrat sagte dazu, ich zitiere, wir haben es hier mit einer ganz neuen Dimension zu tun. In Thüringen wird massiv abgeschoben, auch in Fällen, die ganz klar rechtswidrig gehandhabt werden. Wir sind entsetzt und schockiert über dieses gegen alle rechtlichen und moralischen Vorgaben verstoßende und skandalöse Vorgehen. Liebe Frau Sönmez, ich könnte Ihnen noch mehr solcher Zitate vorlesen, die stammen aus einer Veröffentlichung der Organisation, deren Mitglied bis vor kurzem noch Ihre Fraktionsvorsitzende war. Aber ich finde, wir sparen uns das jetzt. Nur eine Bitte habe ich noch. Telefonieren Sie doch einmal mit Ihrem Kollegen Ramelow, und bevor Sie wieder eine Aktuelle Stunde wie diese hier beantragen. Der guten Ordnung halber, ganz zum Schluss, weil Sie das auch in Ihre Aktuelle Stunde aufgenommen haben, bis 2019 hatten wir in Hessen stetig wachsende Zahlen an Einbürgerungen. Nur jetzt im Jahr 2020, seit 2020, sind die für die Einbürgerung zuständigen Regierungspräsidien pandemiebedingt total überlastet und bearbeiten bestimmte Sachgebiete vorübergehend nur verlangsamt. Und sonst steckt da nichts dahinter. Wir tun ja wirklich, was wir können, aber selbst wir können halt nicht zaubern. Danke schön. Danke schön, Frau Goldbach. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Müller gemeldet. Ich habe das richtig verstanden, dass Sie nicht vorher Müller. Nein, nehmen wir noch mal. Wart erst mal ab. Ja, sonst hätten Sie das geprüft. Ja, aber ich will ja nachher noch mal rein. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Das Problem ist, wenn man so eine vielfältige Aktuelle Stunde beantragt, dann wird auch viel durcheinander geredet und man hat am Ende keine klaren Fakten mehr, worauf man sich beziehen soll. Deswegen will ich es mal versuchen, möglichst einfach zu machen. Für uns Freie Demokraten gibt es einen Rechtsstaat. Und die Regeln des Rechtsstaats sind einzuhalten. Das gilt sowohl im Bereich der Einbürgerung als auch im Bereich der Absiedlung. Das ist erst einmal die Grundlage. Deswegen ist es auch richtig, dass 60 zusätzliche Plätze in der Abschiebehafteinrichtung geschaffen worden sind. Und ich bitte auch darum, sie Abschiebehafteinrichtung und nicht Abschiebeknast zu nennen. Denn in ein Knast, und ich gehe davon aus, dass auch Sie die Abschiebehafteinrichtung besucht haben, ein Knast sieht etwas anders aus. Und das ist auch gut so, weil in einem Knast andere Umstände sind. Heike Hoffmann hat das eben hier sehr detailliert dargestellt, wo die Unterschiede sind. Es ist nämlich Abschiebehaft, ein ganz normales Leben, nur ohne Freiheit, weil man eben, ja, das ist ein wichtiger Teil, das brauchen Sie den Freien Demokraten nicht zu sagen. Aber wenn jemand ohne Aufenthaltsrecht in diesem Land ist und abgeschoben werden muss und er sich möglicherweise entfernen würde, um diese Abschiebung zu entgehen, dann ist das eben das letzte Mittel, um zu erreichen, dass der Rechtsstaat auch durchgesetzt wird. Und das muss man so klar sagen, und das muss man dann auch akzeptieren, meine Damen und Herren. Und da wir eine große Zahl an Menschen in unserem Land haben, und das ist in der Tat auch ein Kritikpunkt, wo man schauen muss, wo auch die Koordinierungsstelle im Innenministerium weiter daran arbeiten muss, Probleme aus der Welt zu schaffen, das hängt mit Ausweispapieren und allem möglichen anderen zusammen, müssen eben auch die Abschiebehaftplätze entsprechend erhöht werden. Wir haben jetzt sie vervierfacht von 20 auf 80, und wir werden sehen, ob das ausreicht. Aber ich glaube, dass das jedenfalls die richtige Entscheidung war. Anstelle der Linken hätte ich etwas ganz anderes gemacht, wenn ich hier eine Aktuelle Stunde gemacht hätte, und ich hätte die Integrationspolitik der Landesregierung zum Thema gemacht. Da gibt es nämlich wirklich einiges zu tun, weil da in den letzten Jahren so viel liegen geblieben ist. Und da sind Ansatzpunkte. Das hätte ich an Ihrer Stelle zum Thema gemacht, weil durch die Einwanderung, die Zuwanderung, die wir in den letzten Jahren hatten, haben wir hier riesige Aufgaben vor uns liegen, die leider überhaupt nicht angegangen werden. Und diese Probleme werden uns in den kommenden Jahren noch auf die Füße fallen. Und das ist etwas, wo ich, also wir als Freie Demokraten würden das auf die Tagesordnung setzen und hier, ja, ich mache es doch gerade. Wenn Sie merken, dass ich Ihre Aktuelle Stunde gerade dazu nutze, dieses Problem anzusetzen, dann bin ich Ihnen ja fast dankbar dafür, dass Sie die Aktuelle Stunde so gesetzt haben. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass dieses Thema Integrationspolitik das Entscheidende ist. Und am Ende dieser Integrationspolitik steht dann auch die Einbürgerung. Und natürlich müssen auch Einbürgerungen durchgeführt werden. Und natürlich können nicht alle Einbürgerungen bis zum Ende Juni 2021 verschoben werden. Und auch da ist es Aufgabe, Lösungen für zu finden. Das steht völlig außer Frage. Aber ich glaube, dass wir diese Vermischung von Einbürgerung auf der einen Seite, die am einen Ende steht, und Abschiebung, die am anderen Ende steht, so nicht vermischen können. Das passt auch nicht in eine Aktuelle Stunde. Deswegen war es, glaube ich, auch so eine zum Teil konfuse Diskussion, wo dann von Seiten Herrn Herrmann eben die Kosten für die Erstaufnahmeeinrichtung mit den Kosten für die Abschiebung in Verbindung gebracht wurden, wo jetzt tatsächlich aus meiner Sicht erstmal kein Zusammenhang steht, weil beim einen kommen sie rein, die Flüchtlinge, die hier auch Schutzbedürfnis haben, und beim anderen Fall geht es eben um die Abschiebung. Ich will deutlich machen, dass wir in einem Rechtsstaat klare Regeln haben, die sind einzuhalten. Das gilt genauso für diejenigen, die unser Land verlassen müssen, weil sie keine Aufenthaltserlaubnis haben. Und das gilt genauso auch für diejenigen, die einen Anspruch darauf haben, ihre Einbürgerung genehmigt und durchgeführt zu bekommen. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist in der Tat ein Einwanderungsgesetz. Das rundet die ganze Sache dann nämlich ab. Wenn wir die Möglichkeit haben, diejenigen, die wir bei uns brauchen, sei es als Arbeitskräfte oder sei es, weil sie sich hier über lange Jahre integriert haben, wenn diese hier bleiben sollen, dann haben wir auch die Härtefälle unter Umständen beseitigt. Wir bräuchten endlich dort ein funktionierendes Einwanderungsgesetz, das diesen Namen verdient und das die Möglichkeiten dafür schafft. Dann wäre das Ganze rund. Leider war das jetzt ein bisschen insgesamt durcheinander in dieser Aktuellen Stunde, weil eben der Titel auch der Aktuellen Stunde nicht geeignet war, die eigentlichen wirklichen Integrationsprobleme oder auch die Abschiebefragen wirklich anzusprechen. Dankeschön. Danke, Herr Müller. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Müller, auch wenn wir über die Integrationspolitik gesprochen hätten, hätten wir hier hinreichend Gelegenheit gehabt, darzustellen, was die Hessische Landesregierung hier Großartiges leistet. Von der Integrationskonferenz über das Integrationsmonitoring, über den Integrationspreis, über Integrationslohn. Wir hätten so viel diskutieren können, aber wir wollten uns
ja auf Antrag der LINKEN hier mit einer anderen Frage auseinandersetzen, und zwar mit zwei Fragen eigentlich in einer verbundenen Debatte. Schwierig genug. Zwei Fragen, die, das ist hier schon deutlich geworden, eigentlich im Kern nicht zusammengehören. Zum einen die Frage, wie kommen wir dem Auftrag, dem gesetzlichen Auftrag nach, dass wir Ausreisepflichtige, die nach unserem Ausländerzentralregister ungefähr 15.500 in unserem Lande ausmachen, die keinen Aufenthaltsrecht mehr haben, dass die in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Nach den Regeln, die wir uns hier vorgenommen haben, da steht übrigens eine Abschiebung und die Frage der Abschiebungshaft ganz am Ende dieses Vorgangs der Rückführung. Vorher sind viele, viele andere, insbesondere die freiwillige Rückkehr, entsprechend zu bemühen. Und bis jemand als ausreisepflichtig festgestellt wird, ist in der Regel ein Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sorgfältig geprüft worden. Dort werden dann weder Schutzgründe noch Abschiebungsverbote werden dort entsprechend festgestellt. Und nur wenn die Behörden nach sorgfältiger Prüfung zu diesem Ergebnis gekommen sind, erst dann wird überhaupt eine Abschiebung oder eine Rückführung in das Heimatland durchgeführt. Ich bleibe hier dabei. Wir stehen in der Pflicht, das auch konsequent zu machen, weil unsere Bereitschaft, dass wir viele Menschen von diesem Planeten hier auf unserem Land sozusagen einen Schutzraum bieten, wenn sie wirklich geflüchtet sind, wenn sie wirklich des Schutzes unseres Landes bedürfen, bedingt, dass wir auf der anderen Seite diejenigen, die diesen Schutz nicht bedürfen, dann auch wieder in ihre Heimatländer zurückführen. Eine Debatte, die wir hier oft miteinander geführt haben. Wir haben den gesetzlichen Rahmen hierzu geschaffen, meine Damen und Herren. Und wir wenden ihn konsequent, auch was die Frage der Abschiebungshaft angeht, um. Ich bin dankbar, dass hier überwiegend positiv aufgenommen worden ist, dass wir mit der Erweiterung der Platzkapazitäten dafür nunmehr sorgen können, dass wir unserem gesetzlichen Auftrag hier noch besser nachkommen können. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist die Frage der Einbürgerung. Und hier kann ich Ihnen berichten, dass in Hessen nach wie vor eingebürgert wird. Und soweit ich das weiß, gibt es in den Regierungspräsidien in Gießen und in Kassel aktuell auch keine Rückstände. In Darmstadt haben wir, ja, Frau, ich komme ja sofort dazu. In Darmstadt haben wir diese Rückstände. In der Tat, das ist wahr. Jetzt muss man dazu wissen, nach meinen Kenntnissen ist das Regierungspräsidium in Darmstadt, auch was die Frage der Einbürgerung angeht, stärker in Anführungsstrichen belastet, arbeitstechnisch belastet, als die anderen Behörden. Das Regierungspräsidium Darmstadt ist nach meiner Kenntnis die größte Einbürgerungsbehörde in Deutschland insgesamt. Und ja, meine Damen und Herren, wir haben politische Prioritäten immer zu setzen. Immer, Frau Kollegin Hoffmann. Und dafür nehme ich auch die Verantwortung an. Wir haben uns nicht gegen die Einbürgerung oder gegen die Durchführung von Einbürgerungsentscheidungen innerhalb des Regierungspräsidiums in Darmstadt entschieden. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir jetzt sehr schnell Corona-bedingte Entschädigungszahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz von den § 56 bis 58, da sind Eltern, da sind Familien betroffen, die Corona-bedingt von Schulschließungen und Kindergartenschließungen betroffen waren und deswegen ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten. Wir haben behördenbedingte Quarantäneauflagen, die Entschädigungszahlungen auslösen. Und wir haben Entschädigungszahlungen aus dem Infektionsschutzgesetz für die Selbstständigen. Und diese Priorität haben wir gesetzt. Wir haben gesagt, wir müssen dort schnell handeln. Und dafür müssen wir in der Behörde zusammenrücken, und dann wird anderes nicht ganz so schnell behandelt. Ich finde, dass diese Prioritätensitzung nicht kritikwürdig ist, und deswegen werden wir sie auch so beibehalten. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.